Hallo ihr Lieben, heute wird es wieder schlumpfig beim Junkfood Guru. Ich habe mich extra in ein schlumpfiges blaues Oberteil geworfen, aber blauer als die Schlümpfe werde ich heute auch nicht mehr. Ich habe schon einige Schlümpfe hier auf dem Kanal getestet. Haribo Schlümpfe als Weingummi und die waren mir immer so ein bisschen, von der Konsistenz her mochte ich die nicht so gerne. Aber vielleicht schmecken mir die Schamellos ja besser, denn die sind von der Konsistenz her, schaut mal, wie Marshmallows. Diese Schamellos übrigens, die sind gar nicht aus Deutschland. Die habe ich aus einem Süßigkeiten-Spezial aus meinem Lieblingsladen. Ihr kennt den auch schon. Könnt ihr wahrscheinlich schon runterbeten, wenn ich das sage. Da habe ich die her, ganz genau, aus dem mega günstigen Backup. Da gab es die nämlich. Sonst kommen die, ich habe mir hier hinten mal drauf geguckt, aus Ungarn. Ungarn ist das erste, was hier hergestellt wird. Daher auch hier oben die Sprache. Ich kann es nicht so richtig aussprechen. Dann habe ich hier noch ein Land, GR als zweites, das ist Griechenland. Aber Deutsch steht da sogar auch drauf. Ganz, ganz hier. Schaumzucker, gibt sogar die Zutaten auf Deutsch. Aber das erste Land sagt ja meistens auch das aus, wo es herkommt. Ja, also wenn ihr die schon mal in Deutschland gesehen habt, sagt Bescheid, ich habe sie noch nicht entdeckt. Und vielleicht hat das ja einen ganz besonderen Grund, warum es sie bei uns nicht gibt. Vielleicht sind wir einfach schon zu verschlumpft. Oder es gibt sie bei uns und ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall mit euch gemeinsam testen. Lasst uns die Schlümpfe befreien. 175 Gramm sind hier drin. Auf 100 Gramm 333 Kalorien. Hey, meine Glückszahl. Und ich öffne mal. Oh, ich liebe den Geruch. Wisst ihr was? Dieses Marshmallow. Ich habe das früher immer Schweinespeck genannt als Kind. Oder Mäusespeck. Mäusespeck. Habt ihr auch einen Namen für diese, wisst was ich meine? Für diesen, was nennt man das? Schaumzucker? Schaumzucker-Snacks? Schaut mal, wie geil Schlümpfe aussehen. Der hat so einen kleinen Hintern wie Kim Kardashian hier hinten, ne? Das ist nicht witzig. Ich beiß mal rein. Oh, meine Güte. Guck mal. Die sind sogar individuell und der hat sogar einen kleineren Hintern. Aber irgendwie sind die cool. Und geschmeckt total. Oh. Geil. Wenn man da drauf beißt, so leicht zuckrig. Mega frisch, also echt erfrischend. Also ganz ehrlich, da haben die Schlümpfe mich tatsächlich mal. Wow, schaut mal, ein Schlumpf und noch ein Schlumpf vielleicht, ich weiß es nicht. Die Schlümpfe sind zu cool für den Junkfood Guru, glaube ich. Alter Falter, die schmecken so lecker. Ach, die schmecken einfach lecker, süß, herrlich, frisch. Ach, das ist echt geil. Also überhaupt nicht trocken, lecker, herrlich, süß, frisch. Oh mein Gott. Süchtig machend, oh Gott. Also, sorry. Wenn es die Schamellos nicht in Deutschland gibt, Haribo, bitte bringt uns diese Schlümpfe, bringt uns mehr Schamellos nach Deutschland. Ich liebe das. Also ich finde es wirklich super, super lecker. Mögt ihr auch Schamellos, Marshmallows, also Marshmallow-Snacks, Mäusespeck? Oh. Wenn ihr das liebt, ihr werdet diese Schlümpfe vergöttern. Oh mein Gott. Das schmeckt echt geil. Sorry. Also von allen Schlumpfen-Snacks ist das hier mein absoluter Favorit. Und ich habe so gedacht, wenn ich das teste, man macht sich ja vorher Gedanken, wie könnte mir das wohl schmecken? Ich hätte so gedacht, dass ich denen 8 Punkte gebe. Aber sorry, ich muss den Schlümpfen mir einfach mal volle 10 Punkte geben, weil die absolut geil schmecken. Wow. Vielleicht habe ich auch schon so lange keinen Schweinespeck mehr gegessen, keine Marshmallows, dass ich jetzt so ausraste, aber ich finde, die schmecken mega geil. Volle 10 Punkte für die Schlümpfe von Haribo in der Marshmallow Edition. Richtig geil. Hier steht ja auch auf Deutsch drauf, nochmal der Spruch. Deswegen, wir brauchen die auch in Germany, wenn es noch nicht hier gibt. Schreibt an Haribo, bringt uns diese Schlümpfe bitte auch nach Deutschland. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fange schon an rumzuwinken. Bitte den Kanal abonnieren, weiterempfehlen, würde mich freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.